In den muffigen, käsegeschwängerten Hallen des Käsemiefschlosses lebten nicht nur die seltsamen Mäusefürze und Rat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 a Poppel, sondern auch eine bunte Truppe weiterer, noch verrückterer Bewohner, die das Schloss zu einem echten Narrenhaus machten. Da gab es zum Beispiel die laufenden Nasen, riesige, tropfende Nasen, die nichts lieber taten, als den ganzen Tag durch die Gänge des Schlosses zu rennen. Sie trugen Turnschuhe und hinterließen überall kleine Pfützen von Nasenschleim. Man musste stets aufpassen, nicht auszurutschen, wenn eine von ihnen lachend an einem vorbeisah, als wäre sie auf einem Marathonlauf. Warum sie liefen, wusste niemand, aber es hieß, dass die laufenden Nasen die Hüter eines uralten Geheimnisses waren. Dem besten Rezept für Zuzuzumukuku. Nicht zu vergessen die furzenden Kühe, die überraschenderweise flogen. Ja, du hast richtig gelesen. Diese dicken, schwarz-weiß gefleckten Kühe schwebten in der Luft, angetrieben von ihren kräftigen Pupsen. Jedes Mal, wenn eine Kuh einen besonders lauten Furz von sich ließ, flog sie ein Stück höher, begleitet von einem zarten Duft von Heu und Knoblauch. Sie flogen herum und veranstalteten kleine Wettrennen, wobei die anderen Schlossbewohner laut johlend jubelten. Doch das war noch lange nicht das Ende der Kuriositäten. In einer gemütlichen Ecke des Käsemiefschlosses, in einem mit Wollsocken dekorierten Zimmer, saßen die tauben Omas, die aus unerklärlichen Gründen trotz ihres Alters und ihrer Taubheit die beste Musik hören konnten. Jedes Mal, wenn sie ihre Lieblingslieder einschalteten, wippten sie im Takt mit und strickten dabei bunte, quietschende Wollpullover. Ihre Musik war allerdings für andere kaum hörbar, nur die Omas konnten die Melodien vernehmen. Gerüchten zufolge war es eine ganz besondere Frequenz, die nur durch den Genuss von mindestens 5 Gläsern Schurgelfurkel aktiviert wurde. Und dann gab es noch die alten Babys. Seltsame Wesen, die wie winzige Neugeborene aussahen, aber lange, weiße Bärte bis zum Boden trugen. Diese Babys waren weise, uralt und liefen überall mit Laserschnullern im Mund herum, die beim Nuckeln grelle, neonfarbene Lichtstrahlen aussendeten. Ihre Laserschnuller waren so stark, dass sie damit versehentlich Löcher in die Wände des Schlosses schossen, wenn sie zu aufgeregt wurden. Niemand wusste, warum die Babys altgeboren wurden, aber sie erzählten gern Geschichten von fernen Galaxien und der Erfindung des ersten Käseleibs im Universum. Eines Tages beschlossen alle zusammen, die Mäusefürze, Rat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